Ja, es ist schon wieder ein paar Jahre her, da habe ich die Condor Travel Hawk vorgestellt. Und wenn du wissen willst, was meine Langzeiterfahrungen sind, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Travel Hawk Condor von Toni Lenzartz designed. Ich habe das Ding schon einmal vorgestellt. Oben beim i klicken, da kannst du das ursprüngliche Video dir anschauen. So, bei dieser Travel Hawk hast du den Vorteil sozusagen, dass du den Stiel vom Achskopf entfernen kannst über diesen Clip hier hinten. Das heißt, er zeigt dir jetzt, wie das geht. Und zwar ziemlich simpel. Du drückst hier hinten diesen Hebel und machst, und dann geht das Ding runter und dann hast du eben den Stiel und du hast den Axtkopf einerseits einmal für den Transport, oder man kann natürlich diesen Axtkopf auch anderweitig dann verwenden, wobei ich habe darüber schon eingehend gesprochen. Ich will das Konzept jetzt nicht doch einmal diskutieren. Schau dir das beim i an, wenn dir das interessiert. Jetzt ist es so, dass wir das Ding natürlich auch bei uns im Shop haben, und das kann man jetzt gut oder schlecht finden, ja, aber es ist ganz einfach so, dass wir immer wieder mal eine Reklamation haben bei dem Ding. Ja, aber wieso? Ja, was ist das Problem? Es gibt eine Sache, die hin und wieder reklamiert wird, und zwar, das ist, dass dieser Achskopf wackelt. Das ist aber bei dem System so vorgesehen. Übrigens, das ist billige Eigenwerbung, hier im Bushcraft-Areal auch, hier ist mal jemand gekommen ins René Rossmann Bushcraft Camp, ja genau, und dann habe ich zufälligerweise getroffen, der hat gesagt, die Axt ist voll super, danke schön für den Tipp, aber, ich habe sie nicht bei dir gekauft. Und ich, was, hast du denn bei mir gekauft? Ja, ich habe sie bei Amazon gekauft. Nein, egal, aber hey, der Punkt ist, dass die halt wackelt. Das Wackeln, was du hier jetzt hast, das ist ganz normal. Und die hier, genau das Ding, was ich da jetzt in der Hand habe, haben wir von einem Kunden zurückgeschickt bekommen. Wir haben ihm dann dieses Teil hier geschickt, weil das kann man auch abnehmen. Das hält aber besser, aber das wird in einem anderen Video vorgestellt hier. Das ist der Cold Steel. Aber der Punkt dabei ist das. Wir haben das hier eingelagert bei uns. Und auch, ja, Condor hat das eingelagert. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir nehmen wieder 10 Stück, wir kaufen die mal in 10er Chargen ein, dann liegt das wahrscheinlich schon eine Zeit lang. Und bei uns auch. Und das liegt nicht irgendwo draußen, wo es drauf regnet, sondern das liegt in einem klimatisierten Hochsicherheitstraktlager. Und dadurch wird das Holz ausgetrocknet. Und dann passiert es, und das war bei dem wirklich extrem, dass es nicht nur so gewackelt hat, sondern so richtig geschlankelt hat. Und was habe ich jetzt gemacht, bevor ich das Video angefangen habe? Ich habe das Teil da so ins Wasser reingelegt. Und dann sitzt es wieder bombenfest. Das heißt, das kann schon passieren, dass wenn Kunden, und das könnte dir vielleicht auch passieren, dass du das liegen hast daheim, irgendwo in einem Schrank, in einem Kammerl, wie man in Österreich sagt, irgendwo, und dann sagst du, hey, so, und jetzt, da, es will rausgehen, und dann nimmst du, und dann macht es klack, 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 und du denkst da, Alter, hat mir der Reini da einen Kack verkauft? Nein, hat er nicht. Sondern dann nimmst du das und gibst das ins Wasser rein für eine halbe Stunde, und dann wird es nur mehr so wackeln. Genau das ist der Punkt dabei. Also das ist bei dieser Axt hier, bei diesem Axtkonzept hier normal. Wenn du sagst, wackeln hasse ich wie die Pest, ich habe auch Kunden, ich habe auch Verwandte, die das nicht hassen, wenn irgendwas wackelt, mir ist das wurscht, Hauptsache es funktioniert, dann könntest du zum Beispiel die Hudson Bay Camp Axe oder auch das Hatchet verwenden. Da habe ich auch ein eigenes Video dazu, schau dich dabei um. Das kannst du verschrauben, da kann man auch den Axtkopf runternehmen, aber da brauche ich halt ein Werkzeug dazu, und da gibt es einen Pin, den man verlieren kann, und das ist halt ja beim Toni Lenzartz System von der Condor nichts, weil da brauche ich nur hier drücken und die Sache ist erledigt. Aber, und das ist jetzt genau der Punkt, alles hat so seine Vor- und Nachteile. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Und du musst ganz einfach entscheiden, wofür willst du es haben, wofür brauchst du es, oder, ja, es ist einfach so. Ja, was ist nun mein Fazit? Insgesamt ein durchaus vernünftiges Konzept. Ich muss aber auch zugeben, ich habe das mit dem Axtkopf runternehmen kein einziges Mal gemacht. Nie, niemals. Ich habe die Äxte, wenn ich sie mit habe, immer als Ganzes mit. Ich habe das noch nie runtergenommen. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich ganz einfach keine Anwendung dafür. Aber sonst durchaus solide. Es ist alles in Ordnung. Wir haben auch, was jetzt mich betrifft, wir haben es bei den Trainings ausprobiert zum Beispiel, aber auch bei den Kunden. Wir haben nie irgendwelche kaputten Stücke, irgendwas ausgerissen oder was ausgebrochen ist, überhaupt nicht. Das Einzige, die Reklamation, die ich dir da jetzt gegeben habe, wobei das teilweise halt einfach keine Reklamation ist, sondern es ist einfach so, haben wir gute Erfahrungen gemacht. Nur ich muss dir sagen, funktioniert ist alles cool, aber ich habe selber den Einsatz, dass ich das runternehme und so einsetze, beziehungsweise es nicht transportieren kann, noch nicht gehabt. Aber jetzt bist du dran.
Hast du eine Idee? Gibt es eine Idee? Gibt es irgendein Einsatzgebiet, wo man das auseinandernehmen muss? Wo es notwendig ist? Nicht nur nice to have, sondern wirklich muss? Das würde mich irrsinnig interessieren. Schreib mir bitte einen Kommentar, da würde ich mich freuen drüber. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Da Abo da lassen für die neuesten Videos. Da geht es direkt in den Shop zu der Travel Hawk. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dein Rainer Rossmann. Bis bald und ciao.